Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute schmiede ich seit langem wieder mal der Mast und zwar ausschließlich von Hand. Erstens möchte ich schauen, ob ich das überhaupt noch kann und zweitens kann ich euch dabei ganz genau zeigen, was ihr beachten müsst. Und das erste, was ihr beachten müsst, ist, dass ihr nicht zu viel Stahl nehmt, weil es ist nämlich ziemlich schwierig, große Damastpakete von Hand auszustrecken. Besser ist es, ihr arbeitet dann mit kleinen Mengen. So, und ich habe hier jetzt Mangan und Nickelstahl. Die Werkstoffnummern stehen unten in der Videobeschreibung. Und der erste Schritt ist es, die Stähle blank zu schleifen, weil da ist noch Zunder drauf und Rost und der stört dann beim Feuerschweißen. Das mache ich mit der Flex und nach dem Blankschleifen schneide ich die Stähle in gleich lange Stücke. So, ich habe jetzt alle Stähle abgeschliffen und gleich auf Länge geschnitten. Ich mache jetzt nur 6 cm langes Damastpaket, weil ich dadurch mit 2 Hammerschlägen beim Feuerverschweißen die gesamte Fläche vom Stahl abdecken kann. Wenn man so ein langes Damastpaket hätte, dann braucht man halt umso länger und dadurch kann die Temperatur fürs Feuerverschweißen auch schon wieder zu kalt werden. So, ich werde die Stähle jetzt stapeln und miteinander verschweißen, also nur an die Kanten einen Schweißpunkt setzen. Und dann schweiße ich auch noch diesen Betonstahl dran als Haltegriff. So, das Damastpaket ist jetzt fertig. Wie gesagt, schön klein und handlich, dadurch fällt uns das Ganze wesentlich einfacher. Ich werde jetzt mit meiner Gasesse schmieden. Wichtig bei einer Gasesse ist es, dass die aus isolierendem Material besteht, also eben wie ich hier aus Feuerleichtsteinen oder sonst alternativ aus Keramikfasermatten. Auch wichtig bei einer Gasesse ist, dass man vorne Steine hat, um sie zu verschließen, damit eben die Temperatur möglichst im Brennraum bleibt. Und man braucht auch, wenn man Borax verwendet, eine Art Auffangschale, damit die Esse nicht kaputt wird. Also entweder ein Schamottstein oder man kann auch eine Edelstahlwanne verwenden. Alternativ zur Gasesse funktioniert das Ganze natürlich auch im Kohlefeuer. Dabei muss man aber wesentlich mehr aufpassen, dass einem das Damastpaket nicht verbrennt oder schmilzt. Und dafür braucht man auch ein Gebläse. Dafür spart man sich irgendwelche isolierenden Materialien. Eine Kohleesse kann man nämlich auch einfach aus Ziegelsteinen zum Beispiel zusammenbauen. Okay, als erstes zünden wir die Gasesse jetzt auch an und zwar auf kleiner Flamme und tun sie einfach mal langsam vorheizen. So, weiter geht's mit Voice-Over, sonst wird das Ganze nämlich beim Schmieden etwas zu stressig. Wenn die Esse dann etwas vorgewärmt ist, gebe ich das Paket bereits mit etwas Borax auf den Lagen hinein. Anschließend warte ich, bis das Paket so leicht dunkelorange ist, gebe dann noch Borax von allen Seiten drauf und erhitze es dann, bis es hellgelb glüht. Hier muss man echt Geduld haben, damit die Temperatur auch ganz ins Paketinnere vordringt. Da es ja aus einzelnen Lagen besteht und eben kein massiver Metallblock ist, leitet es die Temperatur erstaunlicherweise langsam ins Paketinnere. Zur Temperatur beim Feuerschweißen generell. Wenn so typische Wunderkerzenfunken aus der Esse sprühen, ist es zu heiß und da verbrennt euch der Kohlenstoff im Stahl und er beginnt zu schmelzen. Wenn der Kohlenstoff im Stahl beginnt zu verbrennen, dann lässt sich der Stahl nicht mehr im vollen Umfang härten, wie er eigentlich sollte. Ich vergleiche für die Temperatur immer die Glühfarbe des Pakets mit der Farbe des Brennraums dahinter bzw. dort, wo die Flamme auftrifft. Ist das Damastpaket genauso hellgelb wie der Stein, auf dem es liegt, dann passt die Temperatur. Bei Borax lässt sich dann ein intensives Blubbern beobachten und es saugt sich aufgrund der Kapillarkräfte auch wirklich zwischen die Lagen ins Paket hinein. Beim Feuerschweißen heißt es dann ganz schnell zu sein und die ganze Fläche des Paketes mit Hammerschlägen abzudecken,
eventuell sogar von beiden Seiten. Dann schnell zurück in den Ofen und das Ganze ein zweites Mal wiederholen. Hier seht ihr jetzt diese typischen Wunderkerzen oder Sternspuckerfunken, die so richtig in der Luft explodieren. Hier wurde mir also der Stahl zu heiß. Das sollte auf keinen Fall passieren. Mir passiert das meistens dann, wenn ich noch versuche, im letzten Moment irgendwie noch die Kamera aufzustellen. Ist alles feuerverschweißt, tue ich entweder den Boraxstein heraus oder so wie jetzt einen sauberen Schamottstein hinein, damit das Paket nicht mehr in dieser Boraxpfütze liegt. Das ist nämlich nicht nur unangenehm zum Schmieden, sondern frisst auch noch unnötig Stahl weg. Den Gasverbrauch reduziere ich jetzt auf ein Minimum. Das reicht vollkommen aus, außerdem ist die Esse ja jetzt noch richtig auf Temperatur. Die ersten zweimal aufheizen nach dem Feuerschweißen ist die Esse noch ziemlich heiß und ich schmiede hier ausschließlich in Längsrichtung, einfach um die Schweißung noch weiter zu festigen. Erst dann kante ich das Paket hoch und schmiede quer zu den Lagen. Wenn alles passt, sollten die Lagen auch zusammenhalten, was sie hier zum Glück tun. Sollten trotzdem irgendwo die Lagen aufgehen, so empfehle ich sofort etwas Borax auf den Riss zu streuen und erneut Feuer zu schweißen. So eine Delamination pflanzt sich nämlich sonst durchs ganze Paket fort und wird immer größer. Ab jetzt gilt es einfach ohne Gnade das Ganze in die Länge zu ziehen, hierbei hilft es eine abgerundete Ambosskante zu verwenden. Viel leichter fällt das Ausstrecken mit einer Schmiedezange, da liegt das Werkstück nämlich viel sicherer und fester, statt an diesem Betonstab so hin und her zu flattern. Regelmäßiges Abbürsten ist sehr wichtig, um Schlacke zu entfernen, die arbeitet sich sonst unter Umständen sehr tief in den Stahl ein. Zur Schmiedetemperatur allgemein: ein dunkles Orange ist für Damast generell zu kalt. Erstens bewegt man hier kaum mehr Material, so wie ihr hier seht. Zweitens neigt das Ganze bei zu niedriger Temperatur sehr leicht zur Delamination. In den Rhythmus vom Schmieden muss ich immer erst wieder hineinkommen. Es ist ziemlich anspruchsvoll, wenn die Kraft nachlässt, noch präzise zu treffen und auch wirklich Energie in den Stahl zu übertragen. Mit Zange ist es wie gesagt um einiges einfacher, da hier das Werkstück nicht so herumhüpft. Ich schaue übrigens immer sehr darauf, dass das Paket rechtwinkelig bleibt und es gleichmäßig ausgestreckt wird. Hier seht ihr, wie mir langsam die Kraft ausgeht, die Schläge werden langsamer und um einiges unpräziser. Ich arbeite auf eine Breite von 4 cm hin, da ich hier noch zusätzlichen Manganstahl nachher ins Paket einarbeiten möchte. Jetzt schaue ich, dass alles möglichst gerade ist.
So, mein Stück zwölflagiger Damast ist jetzt fertig. Ich habe ein bisschen über eine Stunde gebraucht, also überhaupt gar nicht schlimm. Grundsätzlich kann man da jetzt schon ein Messer draus machen, würde auch sicher cool ausschauen. Ich werde jetzt aber noch, um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen und auch um ein bisschen was Neues auszuprobieren, das nochmal fünfmal stapeln und dazwischen immer noch eine Schicht vom dunklen Manganstahl hineinfügen. Und dann werde ich das Ganze tordieren und eventuell am Schluss noch Raindrops reinbohren. Mal schauen, was daraus dann wird. Ja, und als nächsten Schritt, jetzt nachdem es endlich abgekühlt ist, werde ich jetzt das Damaststück abschleifen, stapeln, auch den Manganstahl abschleifen und stapeln und ein neues Damastpaket machen. Einen kurzen Kommentar zur Stapelthematik. Es gibt einige Leute da draußen, die behaupten, Damast muss man unbedingt falten und darf ihn nicht stapeln. Ich halte das aber für einen ausgesprochenen Blödsinn. Beim Stapeln sind die Flächen alle plan und natürlich durchs Abschleifen auch super gereinigt. Das ist viel sauberer als ein verzundertes Stück Stahl am Amboss zu falten. Außerdem kann ich zum Beispiel bei zehnfacher Stapelung mit einem einzigen Schweißprozess die Lagenanzahl eben verzehnfachen. Beim Falten wird sie immer nur verdoppelt und braucht dementsprechend um einiges mehr Feuerschweißprozesse, um dieselbe Lagenanzahl zu erreichen. Mehr Feuerschweißprozesse sind immer mit einer Qualitätsminderung vom Stahl verbunden und außerdem gibt es hier ordentlich Materialverlust. Deshalb staple ich meine Damastpakete. Das braucht meiner Meinung nach auch weniger Zeit und ist weniger stressig, aber es kann natürlich jeder machen, wie er mag. Ich schleife und bürste übrigens auch die Kanten sauber. Borax löst nämlich sonst den Zunder und ist dadurch schon damit verunreinigt. Durch Sauberhalten bleibt auch das geschmolzene Borax später im Paket sauber und die reinigende Kraft vom Borax ist um einiges größer. Auch hier noch ganz kurz eine Anmerkung. Ich verwende das Borax, es ist auch in Österreich recht leicht zu bekommen. Grundsätzlich sollte es aber auch ohne funktionieren. Es gibt viele Schmiede, die das so praktizieren. Man muss jedoch viel fehlerfreier arbeiten, das Borax gibt da einen gewissen Fehlerpuffer oder so eine gewisse Fehlerspanne. Davon sollte man sich aber auf keinen Fall entmutigen lassen, es gibt einige Videos da draußen, die auch beweisen, dass Damastschmieden auch ohne Borax möglich ist. Die Aufgabe von Borax ist es übrigens, Metalloxide in der Schmelze zu lösen und sie beim Schmieden nach draußen zu befördern. Dadurch sind die Flächen immer sauber. Auch der zweite Schweißprozess ist sauber geglückt, aber meine Esse war heute etwas auf der heißeren Seite, das ist, wie vorher erwähnt, eher schlecht für den Stahl. Jetzt kommt der Borax-Auffangstein ganz heraus, Borax brauche ich jetzt nicht mehr. Das Damastpaket lege ich übrigens nie direkt in die Flamme, sondern immer nur ein Stück davor. Dort ist die Hitze um einiges gleichmäßiger. Meine Atmosphäre in der Esse ist reduzierend, deshalb liebe ich den selbstgebauten Venturi-Brenner. Ich finde, das ist viel besser als mit einem Gebläsebrenner, wo man eventuell zu viel Sauerstoff in der Esse anwesend hat. Probiert einfach mal, ein Streichholz in die Esse zu werfen und wenn nach 5 Minuten immer noch das verkohlte glühende Holzstäbchen da ist, dann ist die Esse eindeutig reduzierend. Es ist also kein Sauerstoffüberschuss vorhanden. Genau das will man eben, damit eben der Stahl nicht zu stark oxidiert. Das Ausschmieden hat übrigens sehr gut funktioniert, vor allem mit dem größeren Hammer. Ich arbeite da echt mit aller verfügbaren Kraft.
Nach dem eckig Ausschmieden habe ich den Damast verdreht, um das Muster spannender zu machen. Das Ganze nennt man Torsionsdamast. Dafür sollte die Temperatur schon ziemlich hoch sein, also hellgelb, damit das Verdrehen gut funktioniert. Wirklich perfekt ist dieses Stück geworden. Jetzt schmiede ich es wieder flach. Ziel ist es, möglichst wenig Überfaltungen von dieser Schraubenstruktur zu erzeugen. Ich lasse den Stahl jetzt ganz langsam in der Esse abkühlen. Ich will später noch probieren, Löcher zu bohren. Ohne Ofenabkühlung wäre der Stahl nämlich viel zu hart zum Bohren. Ihr seht jetzt einige der Überfaltungen vom Eindrehen des Damasts, die sind aber nicht tief und nach dem Blankschleifen sind nur mehr sehr wenige der Risse vorhanden. Die schleife ich dann ganz am Schluss noch raus. Jetzt bohre ich unterschiedlich große Löcher für den Regentropfen- oder Raindrop-Damast. Dadurch sollten die Lagen später ringförmig zutage treten. Zumindest ist das bei normalen Damast so. Wie zielführend das bei Torsionsdamast ist, werden wir noch sehen. Ich schneide jetzt bei diesen ganzen Überfaltungen vom Torsionsdamast leicht ein. Dadurch sind diese Risse beseitigt. Wie normalen Regentropfen-Damast schmiede ich das Ganze jetzt flach. Danach schleife ich alles sauber und ätze in Eisen-3-Chlorid. Beim Ätzen ätzt sich der Manganstahl tiefer und wird schwarz, im Gegensatz zum Nickelstahl, da Nickel dem Stahl eine gewisse Korrosionsbeständigkeit gibt. Ich ätze jetzt aber nicht tief, sondern nur so weit, um euch das Muster zu zeigen. Wie ihr seht, war das Raindrop-Machen beim Torsionsdamast ziemlich sinnlos. Die gebohrten Löcher stehen nämlich im rechten Winkel zu den Lagen und verändern dadurch nicht das Muster. Aber genau das wollte ich ja ausprobieren und herausfinden. Trotzdem ist das Muster, wie ich finde, ziemlich gut gelungen. So sieht übrigens normaler Regentropfendamast aus, wie zum Beispiel hier an diesem Klappmesser, was ich einmal gebaut habe. Dieser Damast ist jetzt zu 100% mit Muskelkraft entstanden, um euch zu zeigen, dass es ohne Probleme möglich ist. Ich habe versucht, alles so gut es geht zu erklären. Ich hoffe, es war verständlich und somit steht dem Nachmachen auch nichts mehr im Wege.
Geschmiedet habe ich den 60-lagigen Damast jetzt in circa 2 bis 3 Stunden. Der Zeitaufwand ist fürs Handschmieden, wie ich finde, voll okay. Nur das Löcherbohren für die Raindrops, das habe ich am Tag danach gemacht, da fürs Bohren ja die langsame Ofenabkühlung notwendig war. Bei Fragen könnt ihr mir die jetzt gerne in die Kommentare stellen, auch wenn ihr noch Vorschläge habt, was ich aus dem Stahl jetzt machen soll. Ich würde mich auch sehr über eure Unterstützung, wenn ihr das Video liked, teilt oder abonniert, freuen. Und damit bis zum nächsten Mal.